So, moin ihr Lieben. Ich habe diese kleinen Kopfhörer mal eingesteckt, damit ich etwas freier sprechen kann. Worum geht's heute? Ich werde aber ganz häufig, also oft Anfragen von Damen und Herren über Social Media Kanäle, die mir schreiben: Hallo Olaf oder hallo Herr Beck, ich habe da gerade ein neues Buch rausgebracht oder ich habe einen neuen Kurs aufgelegt für einen Fitnesskurs, Schwitzen ohne Schweiß oder Stricken ohne Wolle. Und Sie haben so viele Facebook-Freunde oder du kannst das bitte mal für mich teilen. Grundsätzlich mache ich für nichts Werbung. Erstmal ehrt mich das, dass jemand glaubt, ich könnte ihn unterstützen, indem ich Werbung mache, weil wer bin ich denn? Aber ich mache aus Prinzip für nichts Werbung, was ich nicht kenne, weil das ist nicht glaubhaft. Und ist auch unehrlich. Und wenn ich mal über etwas spreche, was mich tief beeindruckt, dann lieber selten und dafür intensiv. Ich möchte was mit euch teilen. Ihr wisst, die meisten, die mich kennen, dass ich vor ungefähr 10 Jahren mich auf den Weg gemacht habe im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dank meines Bruders Tobias Beck, der mir und meines damaligen Chefs, die mir gesagt haben: Mein Lieber, denk mal darüber nach, wie du mit Menschen umgehst, ob es da nicht noch einen besseren Weg gibt. Und Gott sei Dank durfte ich einen Weg finden, der mich bis heute beseelt, trägt und sehr, sehr glücklich macht. Und der auch eine Aufgabe für mich gefunden hat, der ich heute bei uns hier in der Novum Hospitality nachgehen darf. Menschen zu entwickeln zu dem Besten ihrer selbst. Und da gibt es in diesem Land einige Menschen, die mich sehr, sehr beeindruckt haben bei dem, wenn ich sie gehört habe auf Bühnen, sogenannte Speaker, Keynote-Speaker, Speaker, die zu Themen sprechen in diesem Bereich. Entwicklung, was steckt in dir drin, wie kannst du den nächsten Schritt machen? Es gibt wenige, aber so ein paar, wo ich sage: Wow, allen voran mein geliebter Bruder Tobias Beck, der für mich der Godfather of Keynote-Speaker ist im deutschsprachigen und Raum sowieso. Und dann gibt es einen Menschen, den ich vor, nicht letztes Jahr, 2018, auf Einladung der Kollegen der Hotel Territorien Vereinigung, der HDV in Berlin erleben durfte. Dort war ich eingeladen als Gast, weil ich selbst, da ich ja kein Hoteldirektor mehr bin, nicht Mitglied werden darf, leider Gottes. Ich wäre gerne in dieser Illustren-Runde dabei, aber zumindest habe ich die große Ehre, dass ich ab und zu von den Kollegen eingeladen werde. Und ich war in Berlin auf Einladung der HDV und da gab es einen Speaker, wo ich dachte, ich habe den Namen gelesen, dachte, ja, okay, bis dahin kannte ich ihn nicht, gebe ich zu. Und da ich verwöhnt bin und auch war zum Zeitpunkt, dachte ich, ja, okay, mal gucken, was er so erzählt. Ich gebe zu, ich war relativ respektlos in meiner Haltung, naja, ich höre mir das mal an. Und dann kommt er auf die Bühne und ich saß da und dachte, naja, dann ist was geschehen, was bei mir, weil ich ganz, ganz viele Reden hören darf, weil mich das sehr interessiert. Nach 30 Sekunden war ich gefangen von diesem Mann, weil er mich erreicht hat, weil ich ihn gefühlt habe, weil die besten Speaker sind die, die man fühlt, weil sie authentisch über was sprechen, was sie sind, was sie tun und was sie leben und nicht, was sie glauben, was gut sein könnte. Das fühlt man direkt, wenn ihr, das wisst ihr. Und er hat mich so mitgenommen, dass ich zum Ende hin im Tempodrom in Berlin, ich weiß es wie heute, tatsächlich geweint habe. Jetzt sagen viele: Ja, der Beck ist eh nah am Wasser gebaut. Ja, dazu stehe ich. Aber mich durch eine Rede dazu zu bringen, dass mir die Tränen kommen, in so einem Umfeld, das schaffen ganz wenige. Er gehört dazu. Und ich sage nur, am Ende hat er mich gehabt mit der Geschichte von Sylvester Stallone. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. So, und dieser wunderbare Mann, wer ist das denn? Wovon spricht der Beck die ganze Zeit? Hat mir tatsächlich eine Einladung geschickt. Ich habe heute die Post geöffnet zu seinem riesen, riesen, riesen Event am 24. März in der Porsche Arena in Stuttgart. Und wenn ich für was, ich selbst werde leider, wie es jetzt aussieht, nicht kommen können, da ich da schon einen anderen Termin habe, weil ich da einen Workshop leite, der
durch meine Person tatsächlich gefüllt wird. Wenn ich was verschieben kann, werde ich alles daran setzen. Aber ich möchte euch bitte eins empfehlen. Wenn ihr den nächsten Move machen wollt und vielleicht bei meinem Bruder Tobias Beck keine Karte mehr bekommen habt, dann geht bitte am 24. März, es gibt noch Karten, wie ich hörte, zu Mr. Norman Greta. Da ist er, Beste, da ist er. Also ich mache das im Jahr vielleicht zweimal, wenn überhaupt dreimal, was zu empfehlen. Ich empfehle euch, schaut euch das an, geht auf die Webseite, die da heißt www.norman-greta.com, hier nochmal. Alle Details dazu. Achtung, ja, das ist Werbung, werde ich auch kennzeichnen als solche. Er hat die Porsche Arena gebucht, er hat ein Orchester gebucht dazu. Es ist alles live. Und der Vortrag Zielerreichung beginnt im Kopf ist die Headline. Da bin ich total bei ihm. Die beginnt immer im Kopf. Disziplin beginnt im Kopf. Wille beginnt im Kopf. Und dann muss man alles dazu nehmen, um seine Ziele zu erreichen. Das wisst ihr, was dazugehört, ist eine ganze, ganze Menge. Also an dieser Stelle möchte ich euch bitten, 24. März, Porsche Arena, Mr. Norman Greta, der Norman bringt euch an diesem Tag auf eine Ebene, die ihr noch vielleicht nicht kennt, die euch nachdenklich machen wird und die euch bestimmt unfassbar Inspiration geben werdet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt auf die Webseite geht von Norman oder auf die Facebook-Seite und euch selbst die Chance nehmt, an einem Samstag für kleines Geld, das ist noch nicht mal ein Abendessen, ein ordentliches Abendessen für zwei Personen, die Zeit nehmt und euch diesen Tag für euch selbst gönnt, um zu sehen, was da noch in euch ist und von jemandem inspirieren lasst, der euch berühren wird. Mich hat er zum Weinen gebracht, im positiven Sinne, und das schaffen wenig Speaker. Lieber Norman, danke, danke, danke für die Einladung, für die Karte. Ich wünsche dir für diesen Tag, ich werde alles tun, dass ich kommen kann, alles, alles Glück dieser Erde. Und wenn du nur halb so gut bist, wie in Berlin damals im Tempodom, dann rockst du die Porsche Arena. Danke für dein Vertrauen und make humans great again. Bis bald, mein Bester. Und euch allen, bitte, geht dahin. Ciao, ciao, ciao. Und schönes Wochenende. Muah.